Das war heute ein ereignisreicher Sonntag für uns. Wir wurden gleich zu zwei Geschehnissen gerufen. Für den ersten Beitrag bleiben wir im Hunsrück. Zu einem Verkehrsunfall kam es heute Nachmittag auf der B50 bei Simmern im Baustellenbereich. Dort kollidierten zwei Pkw. Der Verkehr musste umgeleitet werden. Andreas Roth zum Einsatz der Feuerwehr. Wir wurden alarmiert zu einem Verkehrsunfall, unklar, nachdem sich hier in dem Baustellenabschnitt zwei Fahrzeuge berührt haben. Also sie haben sich touchiert. Ja, also ich sag mal, das ist hier passiert im Baustellenabschnitt, ist im Gegensatz zur herkömmlichen Fahrweise Begegnungsverkehr eingerichtet. Ja, und in dem Begegnungsverkehr haben sich die beiden Fahrzeuge berührt. Nein, beim Eintreffen der Feuerwehr war weder eine Person im Fahrzeug eingeklemmt noch augenscheinlich verletzt. Wir haben insgesamt 9 Personen, die wir bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes hier betreut haben. Nein, also soweit ich informiert bin, haben die beiden Unfallhergänge völlig unterschiedliche Herkünfte. Bei dem ersten Unfall war wohl der Auslöser ein medizinischer Notfall und das ist ja augenscheinlich nicht der Fall. Ich würde also die beiden Ereignisse nicht in Zusammenhang bringen. Im Einsatz ist die Feuerwehr Simmern und die Feuerwehr Tiefenbach. Für den nächsten Beitrag ging es für uns nach Zell an die Mosel. Dort musste heute die Feuerwehr der Feuerwehr helfen, ein Einsatzfahrzeug zu bergen. Ein Einsatzfahrzeug wollte heute gegen 12.30 Uhr ein Feuerwehrboot aus der Mosel ziehen. Dabei fing das Fahrzeug an zu rollen. Ein technischer Defekt kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Das Boot war zu Mittelmosel-Triathlon in Bullay eingesetzt. Bei der Entnahme des Rettungsbootes durch die Feuerwehr Zell Merl ist das Feuerwehrfahrzeug in die Mosel gerollt und ist dort anschließend auch direkt versunken. Ja, also die Handbremsen sind angezogen gewesen. Also warum das jetzt reingerollt ist, ist schwer zu erklären. Also ich habe gerade noch extra geguckt, die Bremse ist zu bis Anschlag. Und ja, ich gehe mal von 100.000 Euro aus, das Fahrzeug wird nicht mehr zu gebrauchen sein. Ja, er hat versucht, noch ins Fahrzeug reinzuspringen und das Ganze zu bremsen, aber das hat nicht funktioniert dann. Dabei hat er sich irgendwie leicht verletzt. Ja, die Mosel wurde seit 12.30 Uhr etwa oder 13 Uhr komplett gesperrt für die Schifffahrt, weil die Gefahr zu groß war, dass sich einfach ein Schiff dort die Schraube kaputt fährt. Herausforderung ist immer, wenn ein Fahrzeug in der Mosel ist, das ist nicht so einfach zu finden. Also haben wir heute noch relativ schnell gefunden. Wir haben auch schon mehrere Stunden gesucht im Normalfall. Genau, die Taucherstaffel der Feuerwehr Koblenz war hier. Die haben uns dann unterstützt, die Anschlagmittel am Fahrzeug festzumachen, um die Seilwinde quasi zu befestigen. Ja gut, klar, also man muss jetzt erstmal für Ersatz sorgen. Das geht von heute auf morgen nicht. Der Fahrzeugmarkt ist im Moment sehr schwierig und es ist so gut wie nichts verfügbar. Deshalb wird das jetzt eine Herausforderung werden, da kurzfristig Abhilfe zu schaffen. Ja, wir werden gleich anfangen, das Fahrzeug auszuräumen, das Material komplett zu entnehmen. Und das wird dann ins Feuerwehrgerätehaus hier nach Zell-Merl verbracht. Und dann gehe ich von außen, dass das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt wird. Wir möchten nochmal explizit darauf hinweisen, dass die Handbremse des Fahrzeugs korrekt angezogen war, als der Kamerad der Feuerwehr das Fahrzeug verließ. Bitte verzichten Sie hier auf unsachgemäße Kommentare.